Liebes GBDL Hagebuch, wieder einmal war es soweit, der halbjährliche ungefähr Draft stand vor der Tür. Nach einer doch relativ, wollen wir es milde ausdrücken, unterdurchschnittlichen letzten Season, in der ich persönlich zu strugglen hatte und in der ich mich zu sehr in diesen kompetitiven Gedanken einer Liga verloren habe, ist es nun soweit, dass ich in dieser Season den kompetitiven Druck rausnehmen möchte und nur noch den Spaß in den Vordergrund stellen möchte. Leider gab es zum Ende der letzten Season viele Probleme, persönlicherseits als auch auf technischer Seite, weswegen die letzten zwei Spieltage der letzten Season niemals veröffentlicht wurden. Deswegen hoffe ich, dass es in dieser Season um einiges wieder besser wird. Wie schon erwähnt, möchte ich den kompetitiven Druck rausnehmen. Denn es hat mich in meinem Alltag jeden Tag verfolgt. Es war einfach zu stressig, von Woche zu Woche hüpfen und den Alltag schaukeln, alles organisieren, dass alles läuft im Hintergrund, dass mein Leben geordnet ist und ich trotzdem noch Zeit habe für Teambuildings und Kämpfe aufnehmen, Kämpfe schneiden. Das war ab Spieltag 4 alles zu viel für mich. Ich höre es heute noch. Jeden Tag hat es mich verfolgt. Es ist GBDL. Teambuilding. GBDL. Los. Gewinnen. Aufsteigen. Liga 1, GBDL, dein Team, GBDL, Aufstieg, GBDL, Liga 1, dein Team. Los, GBDL, GBDL, Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Deswegen wurde es Zeit, ein neues Team zu draften, eine neue Season zu starten, mit einem frischen neuen Logo und einer Menge Spaß und Pokémon, mit denen ich mich wohlfühle, die ich schon seit Jahren spiele. Mit ein paar neuen Editions, weil Karmesin Purpur hat einiges gebracht, wo ich mir gedacht habe, ja, das könnte im Draft interessant sein. Warum ein teures Bescue Legion Mail picken, wenn es eine günstigere Variante in einem niedrigeren Tier gibt? Warum Ariyama picken, wenn ich mein absolutes Lieblings-Pokémon aus Gen 9 picken kann? Iron Hands. Und warum nicht einfach mal in einer Liga Lando T spielen? Ich habe noch nie in einer Draft-Liga Lando T gespielt. Weil ich immer der Meinung war, Lando T braucht man nicht, Lando T ist überbewertet. Aber ich finde Lando T eigentlich ein extrem geiles Pokémon und ich bin absolut glücklich, wenn ich Lando T spielen kann. Und Karmesin Purpur Teal Mask hat meinen absoluten Lieblingsregensetter zurück ins Meta gebracht. Quaxo. Und was lässt sich gut mit Quaxo paaren? Genau. Ludicolo. Und ich war Gen 7 Kind, ich war Gen 7 sehr, sehr kreativ und ein Pokémon hat sie in mein Herz gebrannt. Illumise, perfekter Support mit Prankster Wish, Baton Pass. Es kann fürs VGC Charm, es kann Tailwind, es kann Thunder Wave. Es kann so viele coole Prankster Sachen, von denen mir Illumise gepickt.
und noch viele, viele andere absolut geisteskranke Mons, mit denen ich mega, mega glücklich bin. Ja, wir gehen ran mit den Salzburg Drizzlern diese Season. Social Wave Tarka, EPDL, Season Nummer 2, Liga Nummer 2. In dieser Season geht es mir rein nur darum, Spaß an Pokémon zu haben, Spaß an den Kämpfen zu haben, mein Bestes in den Kämpfen zu geben, aber mich competitive absolut nicht unter Druck setzen. Wenn wir verlieren, verlieren wir. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir. Wir geben jeden Spieltag unser Bestes. Das ist unser Motto in dieser Season. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es laufen wird. Ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Rein geht's in GPDL Season Nummer 2.